Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Silent Hill 2. Ich entschuldige mich, dass im Moment so unregelmäßig Folgen kommen, ja. Ich gebe mir Mühe, wieder regelmäßiger hochzuladen. Wir sind immer noch hier im... Wie hieß denn der Ort nochmal? Hier im High Sorrel History Sale Society, irgendwie so, ja. Mein Englisch ist very shit. Ja, und hier war ja noch was, wa? Hier war ja so eine krasse, so ein krasser Gang nach unten. Den werden wir heute analysieren. Der Gang in die Unterwelt. Und bevor ich loslege, ja, ich wollte das eigentlich offscreen machen, aber jetzt muss ich es leider live machen. Ja, es tut mir leid, aber eine Sicherheitskopie, das muss sein. Ich habe es leider vergessen. So, jetzt aber zum Gang in die Unterwelt. Wenn ich ihn mal finden würde. Das fängt ja schon wieder gut an heute mit uns hier, James. Ja, hier hatte ich mich ja in der letzten Folge schon umgesehen, das weiß ich noch. Und diese Treppe hier, Leute, die geht verdammt tief runter. Wenn ich sage tief, dann meine ich auch tief. Das ist nicht, ich dachte am Anfang, ich habe noch eine Aufnahme verkackt, nicht wundern. Also hier bei der ersten Aufnahme dachte ich, oh mein Gott, was ist da los? Ist das ein Fehler? Nein, das ist kein Fehler, es geht wirklich so tief runter. Ja, ich habe noch eine Aufnahme verkackt, aber ist alles blind. Ich bin nur runtergelaufen und da musste ich die Aufnahme beenden. Ich hatte da so Krach im Hintergrund und den wollte ich nicht unbedingt mit drauf haben. Deswegen habe ich dann meine Session ein bisschen verschoben. Ja, ihr seht schon, es geht verdammt tief runter. In die Unterwelt. Oh, mir gruselt's jetzt schon, Leute. Mir gruselt's jetzt schon. Wo guckst du hin, James? Hier liegt irgendein Dokument. 11. September 1820. Häftling Nummer C221. Den Rest kann ich nicht lesen. Was ist das? Bin ich jetzt wohl im Knast hier, wa? Von Silent Hill? Oh, oh, oh. Erste Hilfe. Was liegt hier noch Schönes? Dann Kompass? Nee. Ja, und wegen den Knopfgedrücke, ich habe es leider immer noch nicht in den Griff bekommen, ja. Es tut mir leid. Ich hoffe, es ist trotzdem toll. Hier liegt irgendein Dokument. Ja, das hatten wir schon, aber hier lag... James, hier lag doch auch noch was. Nee, das war alles. Bei meinem Glück ist es jetzt die falsche Tür, wo ich reingekommen bin. Oh, oh. Ich höre was. James. Oh! Du ekelhaftet. Und er steht wieder auf. Oh mein Gott, Alter, das war jetzt echt krass. Und ich habe keine Karte. Fuck you, Alter. Ich hasse das, ohne Karte zu spielen. Links, rechts. Ich würde sagen, erstmal rechts, oder? Ja. Oh, na, das wird ja wieder ein Türgesuche hier. Ohne Karte. Da ist ein Loch. Aber da will ich nicht runter, oder? Nein. Wir gehen erstmal nach links. Wir merken uns die Stelle natürlich. Oder ich versuche sie mir zu merken, besser gesagt. Hätte mir auch sparen können. Lolovic.de. Das war ja wohl nichts extern. Also müssen wir da wohl runter. Aber will ich da runter, Leute? Das Loch ist dunkel und ich kann nichts sehen.
Ja, ich spring auch mal ein Loch runter, was einfach dunkel ist. Klar, James, der macht das. Ich würde mich ja erstmal runterhangeln, aber er ist knallhart. Er springt einfach runter. Er springt einfach runter ins Nix. Was für ein kranker Motherfucker bist du, James, Alter. Oh. Es ist nur eine Wand. Es ist nur eine Wand. Es ist nur eine Wand. Daran kann man unmöglich hochklettern. Ja, runterspringen, ja. Und dann, wie komme ich jetzt wohl wieder rauf, wa, James? Aber hier muss ja irgendwo was sein. Ja. Da haben bestimmt einige gedacht, das war's jetzt, war, aber nein, hier muss ja irgendwo ein Weg sein. Warte mal, ich habe mal eine Idee. Ja. Mann, drück einmal Start, Christian. Drück einmal Start, wenn du ein Item möchtest. Krieg nicht hin. Wir haben ja hier so eine geil, so ein geiles Rohr. Gucken wir mal. Muss ja irgendwo eine Stelle sein. Hat er sich jetzt das Ding auf die Kniescheibe gehauen oder warum schreit er hier? Da dachte ich tue mal was Kluges, denkst du? Ah! Ich wusste es. Ich wusste es einfach. Aber, Mann, drück einmal Start, Christian. Bin so ein damn Lack. Was willst du damit? Nimm die Knüfte erstmal nachladen. Das darfst du Kind erzählen. Ist mir. Hallo! Und auf Wiedersehen. Du bleibst schön liegen. Ekelhaftet. Ekelhaftet Stinkvieh. Nicht ihr, das Ding. Okay, jetzt haben wir hier wieder zwei Wege, wa? Das gefällt mir gar nicht. Zu viele Wege ist nicht gut. Ich habe einen Schlüssel mit Spiraltext. Okay. Was geht nun? Was geht nun ab hier? Meine Lampe auf einmal alle. Ach du Scheiße! Oh, Alter, lass mich in Ruhe. Mann, James. Scheiß Dinger machen, glaube ich, auch Damage. Oh, krank. Hä? Okay.
gucken, ob es das bringt. Ja, ich sorry wegen dem Geknister. Mann! Scheißviecher hier. Alter. Jetzt reicht's aber, Mann. Hau die doch einfach platt. Du bist so zu blöd, James. Nein, lässt dich lieber auffressen. Von der Kakerlake, Alter. Alter. Komm raus hier. Das geht nicht raus. Ist doch nicht wahr, James. Was soll ich nur mit dir machen? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die so viel Damage machen, aber jetzt drücke ich schon wieder die Scheißkarte und ihr öffnet doch eine Karte. Da, wenn du keine Karte hast, dann öffne doch nicht irgendeine Karte, ey. Weiß, dafür kann das Spiel nichts. Mann, was ist das für eine Scheißsteuerung, ey. Jetzt muss es ja irgendwann mal reichen hier. Ey, ich muss irgendwie die Tür freikriegen. Mann, du sollst auf die Tür ziehen, du dummes Schwein, ey. Das werden doch immer mehr, das bringt doch gar nichts. Ey, was ist denn das für eine Kackstelle hier? Er macht's nicht, er macht's nicht. Er hat einfach keinen Bock. Nee, das ist doch eine Scheißstelle, Alter. Weil ich bin fast tot, Alter. Du sollst, ey. Ach, das kann ich nicht nehmen. Och, Mann. Kann ich vielleicht mit der Schrotflinte ein bisschen mehr... Alter, er zielt nicht an die Tür. Du sollst an die Tür zielen. Ah, ist das eine Dreckstelle, ey. So richtig schön mies. Mann, du sollst an die Tür ziehen, du dummes. Ey, mach da nicht. Aber hier, die bringen doch nichts. So, die werden doch immer mehr. Macht's nicht. Komme ich an das Ding ran? Nein. Och. Doch, ich komme da ran, ey. Ist das fies, ey. Ja, toll, ich weiß den Code nicht. Drei Zahlen müssen es sein, ja, toll. Ach, hier, die leuchten. 3, 2, 6. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. 2, 3, 6. Oh Gott. 6, 2, 3. Und bloß raus hier, ey. Ja, jetzt geh aber auch raus. Och, mach da nicht. Oh. Was für eine Scheiße, ja? So. Hier geht's nicht rein.
von hier bin ich gekommen. Über mal hier lang. Okay, jetzt habe ich einen Schlüssel. Guck mal, ob ich hinten irgendwo wieder weiterkomme. Hier war ich auf jeden Fall schon. Nein. Okay, hier komme ich aber nicht hoch. Gut, 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 gut. Nur eine Wand. Ja, dann geh rein. Aber ich will nicht wieder zu den scheiß Kakerlaken, ey. Also hier geht es erstmal nicht weiter. Da waren die Kakerlaken. Hier ist auch erstmal Endspurt. Ja, dann muss ich da wohl irgendwo weiterkommen. Habe ich da jetzt was übersehen? Komisch, 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 komisch. Okay, warte mal. Nee, 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 so nicht, mein Freund, so nicht. Okay, hier wollen wir nicht rein. Ja, hier war ich ja noch gar nicht, genau. Kann ich das Ding hier aufschließen? Dort unten ist eine Tür. Die Tür ist verschlossen. Ja, wir haben noch den Schlüssel. Oh Gott. Ich muss mal ganz kurz husten. Hallo? Schließt du dich mal, Cam? Killing a person ain't no big deal. Just put the gun to their head. Pow. You killed him? But it wasn't my fault. He made me do it. Calm down, Eddie. Tell me what happened. That guy, he had it coming. I didn't do anything. He just came after me. Besides, he was making fun of me with his eyes, like that other one. Just for that, you killed him? What do you mean, just for that? Eddie, you can't just kill someone because of the way they looked at you. Oh yeah? Why not? Till now, I always let people walk all over me. Just like that stupid dog. He had it coming too. Eddie. I was just joking, James. He was dead when I got here, honest. Anyway, I gotta run. You're going out there alone? Yeah. Eddie! Okay. Heftig. Der Eddie scheint ein ganz schön krankes Schwein zu sein, habe ich das Gefühl. Mann, James, nimm doch den blöden Schlüssel da, ey. Oh, ich krieg hier gleich einen Anfall. Es ist eine Leiche. Der Körper ist mit Einschusslöchern übersät. Ja. Aber da liegt doch ein Schlüssel, Leute. Bin ich blöd? Keine Ahnung, warum James den nicht nimmt.
Ja, wird schon seine Richtigkeit haben. Warum er ihn nicht nimmt. Ach, das Besteck war. Bin ich ein Dödel, ja. Das ist hier die Kantine im Gefängnis. Aber er muss auf jeden Fall. Ach, Toni, komm, ja. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Ja, das war mit den Kakerlaken eben. Also, das war auf jeden Fall nicht sehr nett. Da liegt auch noch was. Da liegt doch noch was. Okay. Ich habe die Tafel gefräßige Schwein. Sonst hier nichts mehr, oder? Nö. Das war ganz schön laut. Yay! Oh Leute, ohne Karte ist das nicht schön, sag ich euch. Ah, hier war ich doch auch schon, oder? Von hier bin ich doch gekommen. Ja, definitiv. Alter. Ach, die sind da drinne. Hm. Ja, Alter, jetzt wird es ja langsam. Überall auf dem Bett und dem Boden liegen Bücher verstreut. Hallo, das Rätsel wollte ich gerne lesen. Die Opferung und die Kunst der Dämonenbeschwörung Furiet des Seers. Das Fest der Skukupi. Die gefallenen Engel der Gnade und des Wohlwollens. Ich schätze, ich sollte mir darüber nicht so viele Gedanken machen, okay? Wenn du meinst, aber warum guckst du denn da hin? Ah, eine Wachspuppe. Hm, Schmocko Loco. So, ich muss mich hier trotzdem noch mal kurz. Die sind hinter mir.
Hä? Was machst du? So, aber an der Stelle mache ich erstmal einen Cut, liebe Zuschauer. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. War, lasst mir Liebe da, indem ihr liked, indem ihr teilt, indem ihr was Nettes runterschreibt. Vielen, vielen lieben Dank und abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn du nichts verpassen willst. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.